ICE 3465. Es ist mittlerweile 21.20 Uhr und wir fahren, wie gesagt, weiter im zweiten Teil aus dem Szenario Into the Night. Unseren ICE 3465 in Form von der Baureihe 403 440,6 Tonnen schwer, weiterhin 8 Wagen im Zugverband und 199,4 Meter lang. Mittlerweile sind wir von Hamburg, weil das war ja unser erstes Etappenziel in Teil 1, hier in Dessau angekommen und fahren diesen nun nach Leipzig Hauptbahnhof tief. Aufgrund von Bauarbeiten müssen wir durch den Citytunnel fahren und es ist wie gesagt mittlerweile 21:20 Uhr. Die Dämmerung hat eingesetzt, es ist dunkel geworden. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem zweiten Teil und lassen hier wie gesagt die Fahrgäste einsteigen. Dazu öffnen wir die Türen. Müssen natürlich vorher den Fahrtrichtungswendler vorwärts legen. Führerstandsbeleuchtung ein. Machen wir natürlich noch die AFB ein. Das Ganze geschieht hier. Spitzensignale machen wir auf normal. Erstmal können wir immer noch schauen, wenn das zu wenig ist, dann können wir sie ja auf heller stellen. Machen natürlich die bzw. die Zugsicherungssysteme ein. Stellen die AFB noch auf 40 km/h. Das war zu viel. So. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit, würde ich sagen. Richtung Leipzig Hauptbahnhof, Citytunnel. Hier seht ihr es. Da ist weiterhin unser ICE 3465. Wir verschließen die Türen. Und dann können wir eigentlich auch abfahren. Fünfundzwanzig Kilometer bis Bitterfeld, das ist unser erster Halt. Bremsen sind gelöst. Das heißt, wir können aufschalten. Auf geht's! Der zweite Teil aus dem Szenario ICE 3465 startet. Auf dem Weg, oder wir sind weiterhin auf dem Weg. Können wir es wieder nicht befreien? Doch. Wir sind weiterhin auf dem Weg von Lübeck Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof und sind ja im ersten Teil, wie gesagt, von Lübeck nach Hamburg gefahren. Und im zweiten Teil geht es jetzt aufgrund fehlender Streckenverbindungen natürlich hier von Dessau weiter nach Leipzig. Und ja, wenn das jetzt in Angriff nehmen, können mittlerweile auch aufschalten, wenn man uns befreit. Mittlerweile ist es, wie gesagt, dunkel geworden. Ich habe ja im ersten Teil gesagt, ich bin gespannt, wann es dämmert. Es ist mittlerweile passiert und es ist eigentlich immer noch dabei. Wenn man genau ist, ne, die Sonne ist noch nicht ganz weg. So ein bisschen ist da noch zu sehen. So, ein bisschen mehr Leistung geben hier. Einfach auf die Geschwindigkeit kommen. Und dann fahren wir jetzt ganz entspannt 24 Kilometer bis zu unserem ersten Halt. Bitterfeld. Gleis 4. Und es war ja zum Schluss im ersten Teil schon, gab es da ja schon Probleme mit roten Signalen. Ihr habt es gesehen. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird. Hier sind jetzt Bauarbeiten angesagt, kurz vor Leipzig. Deshalb werden wir im Leipziger Citytunnel einfahren. Und das ist ja jetzt für einen ICE auch nicht unbedingt gewöhnlich. Natürlich die Sichtfahrt drücken. Oh, waren doch nur 120. Da habe ich mich verguckt. Gut, dann ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Bin ja mal gespannt, wie sich das Wetter noch im Laufe der Fahrt bis nach Dresden Hauptbahnhof entwickeln wird. Noch ist es relativ trocken. Es ist sogar noch sehr trocken. Bewölkt ist es jetzt auch nicht unbedingt. Von daher kann man davon ausgehen, dass es jetzt in nächster Zeit nicht unbedingt anfängt zu regnen. Ich habe euch ja gesagt, dass sich die Fahrt bis in den späten Abend zieht, bis wir dann wirklich in Dresden sind.
Und ich glaube, ich habe da nicht zu viel versprochen. Wir haben jetzt gleich schon 9:30 abends. Bin echt gespannt, wie spät das noch wird. Aber natürlich. So, es gab eine kleine Unterbrechung, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Wir sind weiterhin auf der Fahrt nach Bitterfeld mit unserem ICE 3465. Und bin echt gespannt, wie spät das wird. Bis wir dann wirklich in Dresden Hauptbahnhof sind. Jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Sieht schon irgendwie nice aus, wenn die Sonne noch nicht so ganz weg ist. So die Dämmerung auf dem, wenn die Sonne hier noch so halb drauf scheint. Mega. Schon echt ein geiles Bild, muss ich schon sagen. Wunderschön. Wunderschön. Was ein geiles Bild. Was ein saugeiles Bild. Wunderbar. Wunderbar. Eieiei. Ein bisschen nah. Ein bisschen nah am Bedientisch. Aber das ist ja das Schöne hier. Man kann so richtig schön rauszoomen. Das ist einfach nur gigantisch. Schaut euch das mal bitte an, wie weit wir zoomen können. Das ist doch einfach nur mega, oder? Es sind nur 800 Meter bis zum grünen Signal. Ich sehe es jetzt schon so nah. Wunderschön. Boah, haben wir eine Steigung. 0,3%. So, noch 15 Kilometer bis Bitterfeld, unserem ersten Halt heute. Diesmal werden wir nicht nonstop fahren, sondern legen einen Zwischenstopp in Bitterfeld ein. Im ersten Teil gab es auch einen kleinen PCB-Bug. Und zwar in Form davon, dass ich mich nicht mehr befreien konnte. Ich konnte mich einfach nicht mehr befreien zum Schluss. Ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu, zu diesem Spiel. In diesem Spiel ist ja so einiges möglich, was in der Realität so gar nicht möglich ist. Aber ja, trotzdem ist das Spiel eigentlich vielleicht die schön. So, seht euch doch mal da hinten bitte die ganzen Windräder an. Jetzt die Bäume hier nicht so wären. Also Wahnsinn, ist ein reiner Park. Ist ja irre, also Wahnsinn. Seht euch das mal bitte an hier. Der reine Windradpark, kann man das so ausdrücken? So, dann haben wir gleich 70.
3,5 Kilometer. Hier sind ja noch mehr Windräder, das ist ja Wahnsinn. Na, die kommen immer mehr vom Vormarsch. Ist doch jetzt so beschlossen worden, dass die 1000 Meter vom Wohngebiet wegstehen müssen, ne? Ist das jetzt so? Mein Wohl, dass ich da mal was gehört habe. Also 1000 Meter müssen die mindestens vom Wohnpark, von der Wohngegend oder Wohngebiet entfernt stehen. Irgendwo auf dem Feld. Und ich bin mir sicher, dass die Bauern, denen das Feld gehört, sich da ordentlich was für in die Tasche stecken. Dafür, dass da so ein Windpark drauf gebaut werden darf. Sollten jetzt mal hier ziemlich langsamer werden. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass da die Bauern sich ordentlich was in die Tasche stecken. Das helfen wir hier mal ein bisschen nach. Wenn wir auch gleich rot in 3,5, jetzt ist es gelb, okay. Ich wollte gerade sagen, da kommt uns eine Hamsterbacke entgegen. Warum bremst du denn nicht mehr? Hat sich gemacht. Oh, au, au. So, haben wir auf jeden Fall schon mal hinbekommen. So, wo ist denn jetzt die AfB? 70, gut. Nicht, dass wir uns da jetzt irgendwo in die Falle rennen. Warum werde ich denn schneller? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ach, Leute, Leute, Leute. Jetzt funktioniert die funktioniert die AfB wieder. Meine Güte! So. Bin mal gespannt, ob die jetzt gleich wieder stoppt bei. Ja, jetzt funktioniert es wieder, alles klar. So, trotzdem haben wir jetzt gleich ein gelbes Vorsignal zu überwinden. Das heißt, das zieht ein rotes Hauptsignal in der Regel nach sich. Ich habe euch ja gesagt, dass das alles andere als chillig wird, sondern anspruchsvoll. Und genau das ist jetzt schon wieder der Fall hier. Jetzt haben wir grün, gut. Das entspannt die Sache. Aber ich traue dem Braten noch nicht so. Es sind schon nur 7,7 Kilometer bis Bitterfeld. Und ich habe so das Gefühl, immer so kurz vor einem Haltepunkt kommen die roten Signale aus ihren Löchern gekrochen. Daher bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher, was ich da jetzt von halten soll. Warten wir erstmal ab, was passiert. Nach dem nächsten Hauptsignal. Selbst wenn wir jetzt wieder 120 fahren dürfen, ich warte das nächste Hauptsignal ab. Sollte das auch weiterhin grün sein, können wir dann auch schon wieder aufschalten. Über die 500 Meter warte ich jetzt noch. Das sieht aber gut aus. Das sieht grün aus. Ja gut, das ist ja auch grün. Klar, ist ja. Ja, nächste Hauptsignal ist grün, aber dann das nächste, was danach kommt. Da bin ich jetzt drauf gespannt. Okay, das ist auch noch grün, dann können wir ja erstmal wieder aufschalten. Vielleicht 120, gut, da sind wir ja eh. Soll ich jetzt aufschalten bis auf 140, bringt auch nichts mehr. Fahren wir jetzt einfach, beschleunigen wir jetzt bis 120, dann tut's das auch. Aber das ist halt der Punkt bei TSW, dass halt die Strecken noch nicht so verbunden sind,
Weil diese Reise an einem Stück zu fahren, wäre schon eine Sache, ne? Von Hamburg bis nach von Lübeck bis nach Dresden. Also, Herr Will, das wäre doch mal eine Reise, oder? Jetzt wirklich die komplette Strecke durchfahren. Klar wird das lange dauern, aber es wäre auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich hätte nichts dagegen. So, jetzt haben wir gelb. Habe ich mir nämlich gedacht, dass wir quittieren müssen, deswegen auch auf 80 runter. Dann gleich 60, dann sind wir auch schon fast da. An unserem ersten Haltepunkt. So, gleich 60. Gelbes Vorsignal. Jetzt nicht mehr, oder doch, oder wie? Ja, jetzt nicht mehr. Ist wieder quittierpflichtig. Gehen wir schon mal runter auf 60. Weil das nicht lange anhalten wird. Das nächste quittierpflichtige Signal. Ja, doch nicht. Aber da, das blinkt schon so heftig. Das wird mit Sicherheit quittierpflichtig sein. 60 bestätigen. Ne, doch noch nicht. Aber da vorne. Spätestens jetzt. Da seht ihr es. So, das nächste rote Hauptsignal liegt hinter dem Bahnsteig. Das seht ihr an den Meterzahlen. Das gelbe Signal ist weiter weg als der Bahnsteig. Und da wären wir im Bitterfeld. Wunderbar. Scheint aber Sommer zu sein, so wie die da rumlaufen, die Leute. Im kurzen Schwarzen. So, wir entriegeln die Türen. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen um hier. Bitterfeld. Seht ihr das hier? Die Sonne, wie sie sich auf den Gleisen spiegelt. Mega. Ja.
Das ist also Bitterfeld. Nicht besonders viel los hier, aber ja, eigentlich ist hier gar nichts los. Aber ich kann euch ja mal so ein bisschen die Gegend zeigen hier. Also das ist halt jetzt Bitterfeld. Dass alles immer original so ist, ist hier nächste Frage. Ich setze das einfach mal voraus, weil ich hier halt noch nie war und kann das deswegen nicht beurteilen. Jeder, der sich hier auskennt und weiß, wie es ist, kann mir ja dazu einen Kommentar schreiben, ob das wirklich hier so ist, wie es halt jetzt so hier ist. Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Und dann setzen wir die ab. Das mal auf 40. Und fahren 31 Kilometer bis Leipzig Hauptbahnhof tief. So, Bremsen sind gelöst, dann können wir aufschalten. Haben wir aber ein gelbes Vorsignal vor uns. Jetzt ist es grün. Können es befreien. Das heißt, wir können auch aufschalten. Mein Gott, lass mich doch mal hier unten. Mit dem Zug nachschauen. Ja, du kommst zu spät. Der Zug ist abgefahren. Kollege, für dich ist der Zug abgefahren. So viel kann ich dir versprechen. Mensch, ihr lauft mir vor der Linse. Ich bin am Spotten. Merkt ihr das nicht? Echt, ich weiß nicht. Ey. Leute, Leute, lasst mich doch mal durch hier. Wunderschön. Geht's in den Nacht? In die Nacht? Nein. Hinein, auf dem Weg nach Leipzig. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, hier scheint jetzt gleich jemand irgendeinen Zug einzufahren. Ihr habt es gehört. Wir sind es nicht. Wir fahren raus. Aus dem Bitterfelder Bahnhof. Da geht's dahin. Wunderschönes Bild. Wunderschön. So. Wir fahren. Beziehungsweise. Ach du. So, rotes Signal vor uns. Wollten wir schon mal ein bisschen langsamer werden hier. Das ist 80. Jetzt schaltet sich alles wieder ein, weil ich so lange aus der Führerkabine war. So lange in der Außensicht war. Wahnsinn. So, rotes Signal vor uns. Das wird wieder so ein Szenario, wo wir wieder ordentlich rote Signale vor uns haben werden. Mit Sicherheit. Ja, ein bisschen aufschalten können wir ja noch. Mal gucken, was gleich wieder der Grund ist, warum wir ein rotes Signal haben. Ach, das hat sich in diesem Moment auch dann erledigt. Okay. So, wir können ja mal schauen, ob wir die Spitzenlichter ein wenig aufschalten können. Oder heller machen können.
Ja, ich weiß nicht. Es ist wirklich nicht einfach. Jetzt sind wir eine. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir LZB. Haben sie jetzt von alleine oder nicht? Gut. Frage hat sich jetzt dann auch erledigt. Können wir die AFB auch voll ausfahren? Denn die Geschwindigkeitsregelung übernimmt, oder die Geschwindigkeit, sich an die Geschwindigkeit zu halten, regelt ab jetzt die LZB. Und das ist richtig schön. Das ist sehr, sehr angenehm. Wir haben schon wieder gebremst, warum auch immer. Wahrscheinlich wieder ein rotes Signal irgendwo. So, da kommt doch endlich mal wieder ein bisschen KI-Verkehr, wieder Hamsterbacke. Hat gerade Ausfahrt, wie ihr gehört habt. Haben wir schon wieder ein rotes Signal. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob die LZB jetzt reagiert. Okay. Dazu. Ich glaube, wir sind so in der richtigen Zeitspanne drin. Also wir haben Glück, dass die roten Signale rechtzeitig auch wieder auf grün springen. Sodass wir dann gar nicht groß anhalten brauchen. Das ist richtig schön. Das nächste rote Signal steht schon vor der Tür. Weil wir schon wieder gebremst werden. Also das wird jetzt ein Auf und Ab, habe ich das Gefühl. Und wieder ein rotes Signal. Ob wir diesmal stehen bleiben müssen oder ob es wieder rechtzeitig umspringt. Was meint ihr? Diesmal müssen wir wohl stehen bleiben, oder? Oder? Danach aus. Dann bleiben wir halt stehen. Schauen uns den Grund gleich mal an, ob wir da auf der Karte was erkennen können, warum wir denn stehen bleiben müssen. Was der ICE jetzt übrigens von ganz, ganz alleine macht, dank der LZB. So, wir stehen. Das heißt, wir können uns hier mal so ein bisschen umschauen. Da sind wir. Und dann gucken wir mal hier auf unserem Fahrweg und sehen, dass da ein Zug vor uns ist und wir im Moment in dem Augenblick wieder
Ausfahrt haben bzw. weiterfahren dürfen. Und wir fahren diesem Zug hinterher. Das sieht auch nach einem ICE aus. Ja. Das wird noch eine längere Fahrt. Wenn wir dem folgen. So, brauchen wir gar nicht groß ausschalten. Das ist der Grund. Wir folgen einem anderen Zug. Deswegen haben wir hier laufend rote Signale. Weil wir dem sonst zu nahe kommen würden. Können wir nochmal schauen. Sind wir? Wo ist der andere? Ich mittlerweile für den Visiter fährt er. Nix Sifa-Zwangsbremsung. So, da sind wir. Also im Kartenmodus kann man keine Sicht verdrücken, habe ich gerade gemerkt. Und da fährt der andere. Der fährt auf unserem Fahrweg. Deswegen haben wir halt diese Probleme hier. Es sind noch 20 Kilometer bis Leipzig. Aber immerhin haben wir jetzt LZB, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Wir halt nicht mehr selber bremsen müssen und keine Signale mehr quittieren müssen. So, stehen wir halt wieder und warten auf Grün. Das ist der Grund. Ein schönes rotes leuchtendes Signal. So, diesmal haben wir anscheinend längere Standzeit. Gut, da fährt der Zug vor uns auch weiter weg. Hilft uns natürlich in der Folge. Dann haben wir nicht mehr so viele rote Signale. Na komm. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug. Müsste doch mittlerweile über alle Berge sein. Hier ist das Ziel.
sehe den nicht mehr, ihr? Ah, oh, Gott sei Dank. Weiter geht's. Es ist mittlerweile ganz schön dunkel geworden. Wir haben das nächste rote Signal. Oh Mann. Aber bis dahin kann sich ja noch was tun. Sind immerhin noch knapp 4 Kilometer. Also geht doch. Einmal was gegen den Durst tun. So, dann sind es noch 16 Kilometer. Dann haben wir dieses Etappenziel dann auch erreicht. Und damit Teil 2 des Dreiteiles abgeschlossen auf unserem langen, langen Weg von Lübeck Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof, über Leipzig Hauptbahnhof tief bis nach Dresden. Wobei man eigentlich sagen muss, über Dessau gehört ja auch noch dazu. Also über Hamburg, über Dessau, über Leipzig Hauptbahnhof. Was da alles noch so zukommt an Stationen, das wissen wir ja natürlich nicht. Das werden wir dann in Teil 3 sehen. Da können wir kurz Luki Luki machen, was die LZB sagt. 40. Das dürfte ja dann kurz vom Bahnhof sein. Also es ist stockfinster und ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich habe Fernlicht an, wohlgemerkt, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Mehr geht nicht. Mehr Licht kann ich nicht machen. Nur, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt hier irgendwie kein Licht mehr an, sondern mehr geht einfach nicht. So, da setzt gleich die Bremsung ein. Ihr seht das G da unten. Jetzt abwärts mit der Geschwindigkeit.
So, wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? Welcher Geschwindigkeit? Wir erstmal auf 80. Dann machen wir nichts verkehrt. 120 haben wir in 3,5 Kilometern. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier überhaupt Phase ist. Noch tiefer. Jetzt sitzt doch tatsächlich auf 40. Nee, das ist zu Ende. Jetzt schon wieder kaputt. So, mittlerweile sind es dann nur noch 5,5 Kilometer. Also wenn man hier ein bisschen am Arbeiten ist mit PCP, LCP und sich von all den ganzen AFB, gehen die Kilometer weg wie nichts. Das ist auf jeden Fall so. So, gleich 100. So, ist die höchste Konzentration gefragt hier? Das scheint eben immer noch zu schnell für irgendwas. Sind wir dann auch gleich in Leipzig. Thank you.
Befreiung. Zug Beeinflussung. Wegen Befreiung. Liegt wieder unter Beeinflussung. So, dann sind wir auch sofort in Leipzig. Beziehungsweise sind schon da. Zug Beeinflussung. Um 22.05 Uhr. Na gut, Z6. Machen die Türen auf und schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Das Wort geht. Geht nicht. Naja, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. So, das war der zweite Teil von dem Szenario-Pack ICE 3564, 3465, ich glaube so herum war es. Den haben wir absolviert, sind hier in Leipzig Hauptbahnhof tief angekommen, ohne nennenswerte Probleme, würde ich mal sagen. Riegeln hier noch schnell die Türen. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir Gold bzw. ob wir jetzt hier abgeschlossen haben. Gold bekommen wir ja nicht. Das ist der Fall. Das ist wunderbar. Dann war das der zweite Teil auf der Fahrt von Lübeck Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof mit dem zweiten Etappenziel Leipzig Hauptbahnhof tief. Der dritte Teil wird dann in einem der nächsten Videos präsentiert. Spätestens nächste Woche Samstag. Freut euch darauf. Bis dahin. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche, eine schöne Restwoche. Morgen ist ja schon Dienstag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise das Szenario. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal, euer Dedenny Spieters. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Bis dann, haut rein, macht's gut, bye, bye.